Hallo und ja, willkommen zurück. Irgendwie wären Mülleimer ganz geil. Breitere Wege Sinn machen? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Oh, hier geht langsam das Geld aus. Wir müssen sparen. Das stelle ich mir auch abgefahren vor. Also bloß ein Autoscooter. Können wir hier irgendwas? Nee. Erfüllt. Ja. Wo, was stimmt denn noch nicht im Park? Wo ist denn noch genug Müll? Hier liegt noch ein Arsch voll Müll, aber da gibt es eigentlich Leute, die das aufheben. Hier ist alles dreckig. Scheiße. Personal. Kann ich euch nicht nehmen und einfach hinsetzen, wo ich das für richtig halte? Okay, ihr wollt das regeln? Regelt. Ich muss mich jetzt erstmal darum kümmern. Ich glaube, die gehen jetzt mal hier runter. Okay, die Flasche ist weg. Wir hatten doch hier mal irgendwas mit Trends. So. Hier drei Stück, Leute. Das ist ein Schnapper. Wir machen hier Verlust, okay. Das ist nicht nett. Kann ich euch nicht? Okay, die können durchgehen, aber was stimmt mit euch nicht? Warum kann ich die nicht einfach nehmen? Warum seid ihr stuck? Ich bin einfach stuck. Okay. Alter, die stehen hier bis nach Meppen. Wie sieht's aus? Hey, du musst gewinnen. Aha. Getränke. Sollte mir mal angewöhnt, vielleicht mehr Getränke zu nehmen. Aber erstmal müssen wir was impossifizieren. Was nehmen wir denn? Ich würde mal sagen, dich hier. Dich möchte ich gerne mir mal angucken. Das ist mit dir nicht richtig. Wie lange brauchen wir noch? Nicht mehr allzu lange. Machst du Plus oder machst du Minus? Du machst gerade so Plus. Okay. Wir hatten sehr viel Spaß.
Okay. Ach du Heiland. Gucken, was jetzt hier passiert. Kriege ich hier irgendwie mal ein... Okay, was sagst du? Ziemlich in Ordnung. Zorn des Yeti. Das möchte ich mir jetzt erstmal einfach mal gucken. Gucken, was passiert. Macht schon Spaß, ne? Aber technisch ist das noch nichts, ne? Das Spiel ist noch nicht ganz... Alter, was ist mit dir nicht richtig? Alter. Die müssen doch jetzt ja eigentlich überall hinkotzen. Zorn des Yetis. Ach du Heiland. Zorn des Yeti. Reich und halt deine... Okay. Was frisst mich denn so auf? Zorn des Yeti. Wilde Maus? Was ist jetzt los? Gott. Das ist nicht in Ordnung. Könnte man hier nicht irgendwo irgendwelche Trends einsehen? Wieso Minus? Gehen wir hier für 6 rein. Schubs bringen echt null Geld, ne? Komm, klassischer Ballon haben wir denn für 50 raus. Hauptsache das Zeug geht weg. Weil ich muss langsam auf mein Geld achten. Wir müssen halt in Massen kaufen, ne? Schade, dass man die Shops nicht so durchschalten kann, ne? Eventuell bei den Shops noch was Neues einhängen? Nee, Mütze. Nee. Okay. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder saisonal in einem Tief. Schiss mit Salzig und Essig. Okay. Impulsifizieren. Was wird denn? Was ist das Problem? Hungerbedürfnis. Gib ich kein Geld mehr. Was denken sie denn, die Leute?
Es war in Ordnung. Ist sonst noch irgendwas hier in hinstellen? Vielleicht eine Runde mehr fahren oder zwei? Die Runde auf 6 Euro. Du machst Plus. Okay. Also Essen geht immer. Geht auch immer. Essen und Getränke sind bombastisch. Du machst auch Plus. Ich sollte die impulsifizieren. Essen und Getränke. Ich würde das wirklich machen, aber ich habe gleich kein Geld mehr. Das wird wahrscheinlich wieder saisonal bedingt sein. Nur ich weiß es nicht, wann, wie, was umschaltet. Besucher haben sich hier irgendwelche Trends. Kein Glücksgefühl. So, gucken wir nochmal rein. Besucher. Das ist schwierig. Immer Service-Tempo nicht mehr ein bisschen. Was sagt mein Personal? Das sind alle. Verkäufer kann ich jetzt wohl nicht. Bisschen schneller. Zack. Steigert das irgendwas? Weil ich bin jetzt gleich im Minus. Ich muss meinen Shop optimieren. Dann impulsifizieren wir das hier mal. Wie weit können wir das denn ziehen hier hin? Fun Fact: Der erste Burger wurde 1900 in New Haven, Connecticut serviert. Aber der ist inzwischen bestimmt kalt. Ahaha, Mehr Energie, mehr Spaß. Müsste jetzt sich jetzt eigentlich hochgehen. Hier stehen sich auch die Füße im Bauch. Ach du Heiland. Wir werden jetzt einfach mal ein bisschen auf schnell gehen. Mal gucken, was passiert. Oh, uns bleibt ja erstmal nichts anderes über, ne? Zweig. Die machen alle Plus. Macht alles Plus. Haben wir hier irgendwas, was gut läuft? Gehen wir hoch auf 7 Euro. Blitzchen, gehen wir hoch auf 2. Die Lebbohnen.
Wieso soll nicht gehen? Bonbon-Ballon. Das ist irgendwie mal wieder auf dem... Sind zufrieden. Luxus-Toilette. Es war in Ordnung. Gucken wir uns gleich mal an. Wir müssen es irgendwie da wieder raushelfen. Das kann ich nichts bauen. So, hat das jetzt was gebracht, dass ich jetzt hier auf schnell gestellt habe? Oh ja. Die arbeiten das jetzt schneller ab. Die macht auch noch ein bisschen mehr Gewinn. Hier machen wir auch noch auf schnell. Okay, hätten wir das. Hallo, Kumpel. So, was ist jetzt die Übersicht? Trinken. Ja, das ist nicht geil. Essen. Mehr Burgershops. Ich kann mir nichts leisten. Ich muss kurz warten. Aber wir kommen langsam wieder da rein. Toilettenbedürfnis. Energie. Energie sieht gut aus. Übelkeit. Ah, geht so. Souvenirbedürfnis. Muss ich denn jetzt einen richtigen Souvenirshop bauen? Eine Getränk-Geldautomat. Kostet nur 50. Habe ich noch nicht. Ich muss auch Geldautomaten aufstellen. Dazu brauche ich Geld. Los, verdient Geld. Verdient Geld. Verdient Geld. Hier ob Leute drinne. Ich 5 für, stimmt. Dafür brauche ich 5. Natürlich nicht so gut. Ich brauche jetzt auch erstmal Geld. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao.